Das ist Teil 7 und heute geht es in den Süden. Los Zocos. Mein Urlaub, der ging nicht in den Süden, sondern ja, an die Ostsee. Nördlich, sehr nördlich von dem Ort, wo ich lebe. Hier sind wir allerdings in der Tafelrunde. Ein echt magischer Ort, der natürlich auch lore-technisch noch sehr wichtig wird. Und da werden wir dahinter kommen. Und da ist, und das hat auch mit einer meiner größten Enttäuschungen zu tun, was dieses Spiel angeht. Diese Enttäuschung ist natürlich nicht so riesig, dass sie das Spiel zerstört. Aber ich fand es doch ein bisschen schade und es wäre vielleicht noch ein heftigerer Brainfuck-Moment drin gewesen. Genau, was haben wir das letzte Mal so alles gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber was wir jetzt treiben. Wir gehen zum Schmied, denn ich glaube, wir können unseren Dolch verbessern. Und ansonsten werden wir uns noch ein bisschen mehr um unsere Zauberfähigkeiten da kümmern. Da ist er, der Gute. Der hat auch ein super Schicksal. Well, where have you been hiding? I took you for dead. No matter, it's all the same. Lay out your arms then. So, Waffe verstärken. Das ist es. Wir brauchen einen Dunkelschmiedestein. Den haben wir. Sollen wir den wirklich? Ja, wir benutzen den. Gut. Damit haben wir Reduvia auf plus 2. Okay, ganz oben steht Reduvia plus 3. Das bedeutet, das wären dann die Stats, die wir hätten mit Reduvia plus 3. Ganz da links drüben, da steht Reduvia plus 2. Und wir brauchen jetzt einen Dunkelschmiedestein 3, um diesen Dolch zu verstärken. Ja, wir haben uns letztes Mal auch einen Zauberstab geholt. Was haben wir denn an? Kriegsasche hier. Ich glaube, wir machen wir das drauf. Diese Sturmklinge. Die finde ich eigentlich ziemlich gut. Aktuell haben wir Eisernen Willen. Der ist auch nicht schlecht. Nee, ich lasse den Eisernen Willen. Okay. Können wir auch noch unser anderes Schwert verstärken? Nee, da wird ein Schmiedestein fehlt da noch. Blöd, blöd, blöd. Gut. Verkaufen. Nö, brauchen wir jetzt nichts. Verlassen. Ich glaube, das ist es im Moment hier. Von den Leuten hier brauche ich jetzt auch nichts. Unbedingt. Wir müssen mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich möchte in den Süden reisen. Oh, hier waren wir auch im Siegelgefängnis des Bluthundes. Den haben wir mit der Hilfe von A Blade haben wir den fertig gemacht. Waren hier auch bei Jura. Geht aber auch hier oben noch lang. Ne, da waren wir. Es gibt hier noch eine Katakombe. Die machen wir jetzt aber nicht. Zu Gurang, dem der Bestie. Den wollen wir auch nicht. Ich will. Genau, das wollten wir machen. Wir wollten einen speziellen NPC suchen. Und da können wir vorher nämlich auch noch hier hin. Da gibt es, glaube ich, auch was. Oder ist hier der NPC? Das werden wir jetzt. Genau, hier ist der NPC. Und hier gibt es auch noch was Spezielles. Das holen wir uns als allererstes. Da treffen wir nämlich auf Selen. Und die Mutti, die hat auch noch eine coole Quest. Hier habe ich gerade mal mein Käffchen noch. Das werden wir auch noch erleben. Selen, oh, ist wieder Nacht. Ich habe gerade keinen Bock auf Nacht. Gott sei Dank können wir uns die Zeit vertreiben. Gehen bis zum Morgen. Verbringen die Nacht hier im Gestrüpp. Und dann geht's vorwärts den Weg entlang. Wir müssen über die Brücke. Wir müssen dahin. Setze ich mir mal eine Markierung. Wir werden uns jetzt nicht großartig mit Kämpfen aufhalten.
Das kommt noch früh genug auf uns zu. Da vorne, ihr seid der Lichtkegel. Das ist eine Mechanik, die es ja auch bei Breath of the Wild schon gab. Und wenn jetzt sich Leute fragen, ist Elden Ring was für mich? Wenn ihr Dark Souls 3 gespielt habt und Breath of the Wild, würde ich sagen, wenn Dark Souls 3 und Breath of the Wild ein Kind hätten, dann wäre es dieses Spiel. Da vorne kommt die Karawane wieder. Die brauchen wir aber nicht zu machen. Die haben wir schon. Also die Kiste ist jetzt leer. Das kann man jetzt, diese Karawanen kann man nicht farmen. Das ist jetzt fertig. Genau, hier müssen wir hin, um die Silent Quest zu starten. Ich werde nicht jede Quest hier machen in dem Spiel. Oh, da müssen wir auch gegen jemanden kämpfen. Da glänzt was. Achtung. Schnell den Shit hier geholt. Nein. Weg. Weg. Alles will ich hier töten. Genau, wir werden nicht jede Quest machen und so. Jetzt muss ich schauen, wo kommt man da am besten, am sichersten lang. Hier wieder die Ruinen dieses Tempels. Auf denen wird es auch noch eine Sneak Peek geben im späteren Verlauf, noch bevor man da überhaupt hinkommt. Das fand ich halt auch mega krass. Denkt man, man kennt sich aus und war hier schon 100 Mal. Aber bin ich jetzt hier falsch? Ist es die falsche? Nein, da ist es. Alles klar. Und es gibt einen Bosskampf. Benutzen wir doch da mal Reduvia dazu. Eieiei, eins zu gierig. Und wieder. Aber das hat den erstmal gut was abgezogen. Shit. Der letzte ist verzögert. Schlecht ausgewichen. Hab ich gedacht, da eine Schlag jetzt. Ja, es war kein Glück, aber es war jetzt auch nicht mega gut gekämpft. Trotzdem haben wir es geschafft. Neue Grace. Wir holen uns doch gleich wieder unseren Krempel zurück. Der gute Kürbiskopf, der hat jemanden bewacht. Da geht's wieder raus. So. Rein. Eine Maid? Mit Kristallen. Kristallen. Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Ich möchte Zaubereien erlernen. Eigentlich nicht, denn wir haben es letztes Mal gemerkt, dass wir eigentlich gar nicht so den Charakter haben und in eine ganz andere Richtung gehen wollen. Schade eigentlich, weil wir einen coolen Zauberstab mit einem geilen Zauber haben. Jetzt können wir ihn nicht nutzen. Ah, a yen for glimstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Oh well, perhaps nurture will define nature, with a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria, as a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Na, wenigstens ist sie ehrlich. Rhea Lucaria, das ist quasi das Hogwarts hier in Elden Ring. Und das ist auch echt mega, mega prächtig. Und da drinnen sieht's aus, da kommen wir natürlich im Rahmen dieses Let's Plays logischerweise auch hin, sieht's aus wie
nach der krassesten Hogwarts-Abi-Party überhaupt. Ich möchte immer noch lernen, lass mich nochmal überlegen. Und sie wurde halt daraus verbannt. Sie trägt so eine... Na, es ist schon keine Maske mehr. Ich glaube, die sind wirklich aus Steinen, die Dinger. Und dann hast du oben diese Schimmersteine, die ja, Macht verstärken. Und das ist halt so ein... Ja, so ein Würden-Ding. Jetzt würde man natürlich auch gerne... Weil so ein Würden-Ding, das würde halt... Würde bedeuten, dass man würde gerne wissen, wie sie drunter aussieht. Und auch das werden wir noch erfahren, denn in Raya Lucaria hängt ein Gemälde von ihr, ohne Maske. Und dasselbe war ja auch mit Runny, wo ich ja schon erklärt habe, die sieht eigentlich anders aus. Haben wir uns das Gemälde angeguckt. Und genau dasselbe werden wir auch mit Selen machen. Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in Glinstone Sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Zauberei studieren. Genau, und hier können wir Zauberei lernen von ihr. Das Problem ist, wir sind absolut nicht stark genug, was Weisheit angeht. Und dafür ist das braucht man eben, um diese Schimmerstein-Zauberei zu nutzen. Ja, wir kaufen da noch nichts. Macht nämlich keinen Sinn. Gedanken versunken, nicken als neue Geste. Erhalten ja, Nummern Apprentice. Sprechen. First things first. You are a tadpole when it comes to magic. Infantile. Without the legs to walk. So. To become a sorcerer, first, you must face your ignorance. Now, shall we start learning? You wish to continue the lesson? Very well. I have time aplenty. You wish to continue the... Very well. Okay, das ist alles, was sie zu sagen hat. Mit ihr werden wir später noch genug zu tun bekommen. Denn die ist, ich habe ja vorhin diesen Vergleich mit Hogwarts gebracht, der definitiv passt. Und Selen meiner Meinung nach hat auch mit einem ganz bestimmten Charakter aus dem Harry Potter Universum was gemein. Aber dann alles zu seiner Zeit. Wir gucken uns das an. Wir werden natürlich viel über Lore und so sprechen. Wir sind ein bisschen auf dem Lore-Hunt. Lore-Jagd. So, da oben, da ist es, wo ich hin wollte. Da gibt's noch was. Aber das wird gut bewacht. Unter anderem von Zauberern, die ganz gut mit der Schimmerstein-Magie zurechtkommen. Auf jeden Fall mal besser als ich. Und da sind wir halt absolut nicht vorbereitet. Wenn ihr zum Beispiel einen absoluten Stärkebild macht, ihr macht so einen richtigen Warrior und kommt dann nach Raya Lucaria, ich sage euch, die zaubern euch grün und blau. Ihr habt vorher alle verdroschen. Hier. Ah, shit, der sieht mich. Die werden euch dann ordentlich einschenken. Das reicht nicht. Super. Andererseits, wenn ihr natürlich auf Zauber geht, gibt's andere Orte, wo ihr weniger Chancen habt. Deswegen fand ich es immer so lustig, wo gesagt haben die Leute so, oh, die Zauberei ist absolut OP. Gerade am Anfang, ja, aber später hinaus gibt's ganz viele, die zaubern können, dementsprechend auch resistent sind und dann viel Spaß. Schriftrolle des Königshauses.
Das ist ganz gut, denn das schaltet uns neue Zauber frei. Zumindest mal unseren Lehrmeistern, wie eben Zelen. Und das ist eigentlich auch das Ding, was ich wollte. Oh, da oben ist noch was. Also eigentlich habe ich gedacht, oh, da könnte ich eigentlich wieder abhauen. Aber gut, dass ich es nicht gemacht habe. Sternenlichtsplitter. Ich würde es wirklich keinem empfehlen, durch dieses Spiel durchzurushen. Guckt euch alles an. Nehmt euch die Zeit. Für mich ist es wirklich mega, mega entspannend, durch Limgrave, durch Leonia, durch diese ganzen Bereiche durchzugehen. Natürlich, das Kämpfen ist oder kann anspruchsvoll sein, keine Frage. Aber man entdeckt dauernd irgendwelche Sachen. Und ich glaube, ich habe es auch schon mal bei einer Folge Schwert der Getreuen. Na, sieh mal einer an. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Messingschild? Ja, warum nicht? Könnte auch besser sein. Dass man weiß eigentlich gar nicht, wie man leveln soll. Und dann bekommt man auf einmal ein Item und sagt, Mann, das ist es. Jetzt zuletzt hatten wir diesen Zauberstab gefunden, den kann ich nicht benutzen. Ich dachte eigentlich, dass das klappen könnte. Achtung, ja, der hat uns schon gesehen. Ich dachte eigentlich, dass es klappen könnte, war dann enttäuscht und dann fängst du an, drüber nachzudenken. Hm, skill ich vielleicht doch da drauf? Oder später hat man auch die Möglichkeit, umzuskillen. Ach, shit. Die Klappe. So, jetzt kann sein, dass der Dicke kommt. Die haben nämlich auch immer Söldner dabei, wie auch bei der Karawane. Also mit dem Dolch habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. Also noch nicht über diesen Zeitraum. Aber ich versuche ja mal einen anderen Bild. Beim ersten Mal war ich, was soll ich sagen, ein Battle Mage. Beim zweiten Mal ging es, ja, der Standard von mir, Stärke. Und jetzt gucke ich mal, Arkan und Glaube habe ich noch nie gemacht. Und nutzen das aus. Da hat er uns schon entdeckt. Nein, das wollte ich nicht. Ultra stark. Eine Waffe, die man, wie gesagt, schon recht am Anfang bekommt. Oh, ein Kistel. Ey, da hätte ich mich ja tot geärgert. Wenn ich da... So, das Pferd. Kann man leben lassen. Warum auch nicht? Das ist halt schade, dass man keine anderen Reittiere benutzen kann. Also das wäre, glaube ich, eine Sache für ein Patch, für ein Update. Denn eigentlich dürften das ja... Oh, der große Degen. Eigentlich dürften das ja nur... Ja, so Skins sein. Schauen wir uns das mal an. Also wir haben das Schwert der Getreuen hier eben bekommen. Ein reich verziertes, geniales, gerades Schwert von hoher Qualität. Standardausrüstung für die Soldaten der Fürsten. Nach jahrelangem Einsatz ist diese Waffe leicht ramponiert und schwarz angelaufen, aber jemand hat sie ein wenig gepflegt auch. Also genau, wir haben ja das Großschwert der Getreuen. Das ist halt die kleinere Version. Das benutzen viele Level 1 Runner in doppelter Ausführung. Die gucken, dass sie zwei Stück davon bekommen und dann Vollgas.
denn die kann man ganz gut tragen. So, das andere ist der große Degen. Ein großes Rapier mit dünner, scharfer Klinge kommt in Duellen auf Leben und Tod zum Einsatz, dient genau wie die kleinen Exemplare primär für Stoßangriffe und kann beim Abwehren mit einem Schild eingesetzt werden. Ah, okay, das ist ganz gut. Also man kann dann quasi sich verteidigen und dann noch stechen dabei. Ich kann es nicht benutzen. Warum? Geschick fehlt mir noch eins, 16. Aber ich möchte mir das Ding trotzdem mal angucken. Auch so eine Waffe, die ich nie benutzt habe. Ich bin halt einfach so der Schwerttyp. Auch bei meinem Battle Mage. Ja. Nehmen wir jetzt mal wieder das dicke Schwert, da fühle ich mich wohl. So, wir haben hier, denke ich, jetzt alles geholt, was wir wollten. Die Jungs da unten mischen wir jetzt nochmal auf. Und dann geht's weiter in den Süden. Wir folgen der Lore. Hier müssen wir hin. Ihr seht auch schon. Unbekanntes Land, die Halbinsel der Tränen, und da werden wir uns auch noch ein Weilchen aufhalten, denn da gibt's echt viel zu erleben. Da oben waren wir schon, das ist das Siegelgefängnis gewesen, und ich glaube, jetzt geht Elden Ring eigentlich so richtig los. Diese Dinger hier sollte man auch wissen, diese Luftströme, da kann man mit dem Reittier wesentlich höher springen, aber man kann da auch runterspringen. Also wenn das zu hoch ist, man würde eigentlich sterben. Kein Problem. Da kann man dann runtersegeln. Ich werde mit Sicherheit auch haufenweise Sachen vergessen, hier einzusammeln. Aber ihr sollt ja auch euren Spaß an diesem Spiel haben und selber noch Dinge entdecken und finden. Denn irgendwie möchte ich auch trotzdem vorankommen. Und soweit eigentlich fertig sein oder ready sein zumindest, wenn der erste DLC kommt. So, über diese Brücke müssen wir jetzt. Das wird nicht leicht. Da bin ich beim allerersten Mal ein paar Mal gestorben. Mal gucken. Oh, das Einsammeln wieder. Weg. Brücke des Opfers. Jetzt müssen wir gucken, die haben da nämlich so ein... Das haben sie. Oh shit. Ganz vergessen, wie krass das war. Richtig krass. Ich habe ja auch nur die Flammen. Oh, come on. So, jetzt sind wir hinter dieses Katapult gekommen, was super ist. Der hat es noch gar nicht gestrahlt. Gut. Aber wir können das gar nicht benutzt hier. Sehr gut. Kommt der Schlag. Fatz. Jetzt kriegen wir alles wieder zurück. Sehr gut. Oder ein bisschen was zurück. Hat auch super funktioniert. Überreste. Schmiedestein 1, den hätten wir gebraucht für dieses Schwert. Den werde ich jetzt aber noch nicht einsetzen, weil wir kriegen da vorne eine Waffe, auf der ich bei sämtlichen Souls-Games immer hängen bleibe.
die werdet ihr auch kennen. Da ist auch so ein Bäumchen, ein Ableger von dem Dicken hier. Da kommen wir auch noch hin. Und ja, oh, da hängen sie, die Opfer. Deswegen ist sie die Opferbrücke. So. Godrics Soldaten Wappenrock. Ne, wir nehmen nicht die Kluft der Feinde. Steinschwertschlüssel, auch immer sehr wichtig. Mal langsam gucken. Nicht, dass wir überrascht werden. Irgendwo reinrennen in Souls Games ist immer eine super Idee. Ist ja auch ein dürfte ein Teil von Limgrave sein. Also auf jeden Fall gehört es zum Herrscherbezirk von Godrick, der ja in Stormwale Castle lebt. Da hat er hier auch eine Zweigstelle. So. Da kann man halt überall lang. Es ist so schön designt. Oh, eine Maid. Eine Maid. Und das finde ich jetzt auch wieder cool. Gleich, was da noch so passiert. Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. I fear for father's life. The servants are full wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father at the castle? My soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please. I just want him to be safe. Thank you, dearly. Then please, take this. Irina's brief. Deliver it to my father, who remains in the castle, if you please. Please, if you wouldn't mind, deliver the letter to my father at the castle. He can be stubborn, but I'm sure he'll come around. Please, he can be stubborn. Okay. But I'm sure he'll come around. Ihr Vater hat sie aus dem Schloss Morn, was eben auch zu Godrick gehört, rausgeschafft. Oder hat es auf jeden Fall versucht. Und wir sehen halt hier, das war direkt so eine Karawane. Das ist jetzt halt alles dieses Storybuilding, was ihr euch dann teilweise selber zurecht bauen müsst. Hier sind Godrick-Soldaten, die Irina bis zum Schluss verteidigt haben. Denn im Schloss Morn haben die Bediensteten Krawall. Richtig Krawall gestartet. Haben wohl keinen Bock mehr gehabt, wie sie behandelt werden. Und wir werden auch auf diese Diener logischerweise treffen. Wir gehen nämlich zu Schloss Morn. Da vorne sieht man halt aus, so eine Karawane, die sind hinterher. Und dann gab es hier in dieser Schlucht eine richtige Schlacht. Und da sind auch einige immer noch da. Dieser Troll ist noch am Leben, aber offensichtlich verletzt. Da hinten sitzt noch ein Soldat, der auch anscheinend verletzt ist. Die Karawane, kriegen wir da noch was? Wir kennen natürlich auch keine Gnade mit Godrick-Soldaten, weil die würden uns auch nicht in Ruhe lassen. Da vorne, da... Ah, das ist ein Hund. Da, der kauert vor der Leiche seines besten Freundes. Und da vorne sind sie. Diese Kreaturen, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißen, aber das waren die Bediensteten in Schloss Morn. Morgenstern. Aber hallo. Und die machen gerade Kleinholz aus den Leichen. Was werden die wohl damit machen? Werden die bestimmt
fordern. Aber das wird noch krasser. Der Sound. Und die Typen sind auch echt nicht zu unterschätzen. Ja, der hat mich entdeckt. Oh, der jetzt auch, der hat's gehört. Was ist dir passiert? Also da wirklich aufpassen, nicht direkt reinrennen. Pult die. Das sind echt taffe Jungs, die da. Die sind echt sauer. Auf das, wie es im Schloss dort gelaufen ist. Schmiedestein 2. Goldene Rune. Ein bisschen Obst mit. Der Vollständigkeit halber werden wir die auch noch von ihrem Leid erlösen hier. Geil. Der Oberpyromant. Wie gesagt, wir machen jetzt hier nicht den großen elitären Souls Games Stuff. Wir gucken uns an, was es so alles gibt. Ich habe halt auch noch nicht alles gemacht. Oh, da hätte ich jetzt mal vielleicht auch lieber mein Reduvia genommen. War noch in der Schlagbewegung. Da hinten ist ein Soldat. Ja, nimm dein Schwert. Strecke mich nieder mit all deinem Hass. Nein! So, jetzt müssen wir uns aber was einfallen lassen. Oh, der hat noch irgendjemand gekillt. Sehr gut, schnell dahin, schnell dahin. Was? Ihm ins Auge. Au. Au. Okay, mit ein bisschen Konzentration und nicht so viel dumm Gelaber klappt es dann besser. Was sollen wir denn bekommen? Also irgendwie kriegen wir mega wenig Runen. Okay, alles geklärt. Was glänzt denn da? Das ist auch so ein Runenfragment. Jawohl. Gehen wir doch mal da hoch. Sauber. Da geht es aber tiefer runter. Ah, nee. Ui. Adern. Adernblatt. Was zum Herstellen. Ei! Sehr gut. Kriegsasche, mächtiger Schuss. Das wird dann eher für die Armbrust oder Pfeil und Bogen wichtig sein, ganz klar. Jetzt ist aber nur die Frage, wo. Ah, guck mal, da ist nämlich dieser. Wenn man da in die Nähe kommt, hier ist dieser Wegmarker, wo die Karte liegt. Die brauchen wir jetzt
mega dringend, würde ich mal sagen. Und hier ist auch noch ein Dunkelkavallerist unterwegs. Auch das eine Geschichte. Und jetzt werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen unmoralischer. Erstmal die Gnade aktivieren. Da geht's da oben noch lang. Da war ich aber auch schon mal. So. Die Halbinsel der Tränen. Komm, wir rasten da nochmal. Kriegen unseren Stuff wieder zurück. Zauber lernen. Ich hab doch dann noch was. Das ist Heilung. Und da unten gibt's noch das hier. Lindert Giftbelastung und heilt. Giftung. Und ich habe hier verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit Gift. Bitte danke. Auch diese Slots kann man noch aufwerten. Kommt alles noch. Hier haben wir wieder einen Händler. Die haben auch ein Geheimnis. Buying or selling? Kaufen. Ich guck's mir mal an. Oh, guck mal. Schmiedesteine. Und da ist es. Das Bastardschwert. Und das muss ich mir aus Prinzip. Es ist halt eine Stärkewaffe, ne? Das brauchen wir eigentlich nicht. Es ist aber das Bastardschwert. Nee, wir lassen es da. Wir geben unser Zeug lieber für sowas aus. Bricht ein Wichtsiegel an Statuen. Das nehmen wir auch mit. Leichte Armbrust. Bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob wir die mitnehmen sollen oder ob wir vielleicht eine bekommen. Höbel der Halbmenschen. Notiz mit wichtigen Informationen. Ich glaube, die ist jetzt wirklich dafür Storyline. Wurfmesser sind gut. Das Ding hier erhöht maximale LP. Dieser Talisman, den nehmen wir mit. Metallschuppenrüstung. Ne, ich finde, ich sehe ganz cool aus. So, und jetzt werden wir was tun, was viele für unmoralisch halten, aber wenn ihr noch nicht mein Video gesehen habt, über Quality of Life in Quality of Life in Elden Ring. Dann, oh komm, ich kann beides tragen und dann kann ich immer umswitchen zwischen Reduvia und dem Schwert. So, wir bekommen jetzt nämlich die Klangperle des nomadischen Händlers. Das heißt, es gibt haufenweise Händler. Und dann haben die was ihr euch nicht leisten könnt. Aber dann ist halt die Sache, ja, kommt der halt später wieder her. Aber wo war der denn nochmal? Klar, die sind eingezeichnet seit, ich glaube, das erste Update, das für Elden Ring kam. Aber trotzdem, da dann hinzudackeln wieder, dann sind die Gegner auch wieder aktiv. Das ist nicht mega cool einfach. Wenn ihr die killt, bekommt ihr die Klangperle, die könnt ihr in der Tafelrunde bei den sexy Zwillingen abliefern und dann könnt ihr den Krempel dort kaufen. Also ihr errichtet euch quasi ein eigenes Monopol. Und das ist halt viel einfacher. Wenn ihr halt sagt, nee, das ist nicht mein Charakter, das ist unmoralisch und so weiter, dann kann ich das auch nachvollziehen, dann macht das nicht. Spielt das Spiel so, wie es euch am meisten Freude bereitet und dann lasst ihr die einfach am Leben. Ich habe aber keine Lust, da rumzulaufen. Außerdem, die haben ein Geheimnis, dem man noch auf die Spur kommen wird. Oh, lalalalalala. Und dieses Geheimnis
Das wird mir sehr wichtig sein in diesem Playthrough hier. So. Schnell wieder weg. Jetzt erstmal die Karte geschnappt. Da unten hat nämlich einer ganz besonders was gegen uns. Die Karte können wir jetzt, während wir angegriffen werden, nicht aktivieren. Das ist blöd. Das hier ist Schloss Morn. Da müssen wir hin. Wir machen aber als erstes noch was anderes. Da oben ist auch noch ein Todesvogel. Und, wie gesagt, eine Dunkelkavallerie. Da ist sie schon. Ich wollte jetzt eigentlich an... super. Dann's Grace, um auf Nacht vorzuspulen, aber wir haben schon. Das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn wir versagen sollten gegen ihn. Der Ort der Gnade ist hier in der Nähe. Das könnte ein epischer Kampf werden. Sehr gut. Der ist auch etwas stärker als sein Kollege vom letzten Mal. Nein! Ich soll nicht einfach von der Seite angreifen. Smarter, ne? Weil in der Hand hat er ja die... hat er ja den Streitkolben. Oh, come on, ey. Krieg ihn nicht! Der versucht mich ja natürlich auch auf diese Seite zu locken, wahrscheinlich. Das wird nix. Jetzt bin ich auf dieser Seite. Ey, wie blöd. Der macht das aber auch echt clever. Probier's mal anders. Wir machen das mal so. Und wenn wir den nicht packen, ist auch nicht wild. Dann kommen wir wann anders wieder. Ich möchte mich da jetzt nicht ewig dran aufhängen. Was aber wichtig ist, ich hole mir erstmal die Runes wieder. Das ist nämlich fast ein Level-Up. Und sollten wir den nämlich besiegen, könnte das ein Level-Up bedeuten. Da ist er.
Weiß nicht, ob ich es gesagt habe, das ist die Truppe von Margit, auf den wir auch noch treffen werden. Und auch der hat ein cooles... Ach, Scheiße, genau in die Schnauze. Nicht getroffen. Das bringt null. Sein Pferd verlieren, aber der holt das auch wieder her. Das war hundsmiserabel. Komm einmal noch. Einmal noch und dann schauen wir uns was anderes an. Dann geht es nämlich erstmal dann den Berg hoch. Auch da werden wir was Neues entdecken. Ein Dörflein. Oh, und da geht es auch hoch. Da oben gibt es auch noch was. Leute, 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 da kann ich dann sogar noch was dazu erzählen. Zeit vertreiben. Bis zum Nachteinbruch. Ja, Mann. Feuer frei. Der Dunkelkavallerist hier, der gibt eine Waffe. Ich glaube, die er trägt, bekommt man dann. Die ist zwar ziemlich geil, aber von der Reichweite, soweit ich mich erinnern kann, nicht dran aufhalten. Wir könnten natürlich auch die ganze Zeit so weiterkämpfen. Irgendwann würde ich ihn packen, aber ich glaube, ich habe nicht den Nerv gerade.
Andererseits juckt's mich doch. Nee, wir gehen jetzt erstmal da hoch. Da gibt's dann auch wieder ein bisschen Lore relevante Sachen. Oh, Tiere. Ja, auch unmoralisch, aber zum Craften ganz gut. Gibt's da eigentlich noch was auf dieser Ruine? Das ist halt der erste Wall. Also Schloss Morn klingt sehr romantisch, aber wenn ihr es seht, das ist ein absolutes Bollwerk, ist das. Voll auf Verteidigung ausgelegt. Und da unten gibt's auch nochmal so einen Todesvogel, den ich zuletzt mal gezeigt habe. Gegen den brauchen wir aber auch nicht zu kämpfen im Moment, denn... Aber den könnte ich mal markieren. Wir sind hier. Dann Gegner. Und da mache ich mal noch eins hin für den Dunkelkavalleristen, dass wir den ja nicht vergessen. So. Da ist das Dorf. Die haben nämlich ein Problem. Und jetzt müsst ihr gleich mal auf die Augen achten. Nicht nur von den Bewohnern, sondern auch all dem, was hier rumleucht. Also ganz gut sieht das Dörfle auch nicht mehr aus. Noch ist nichts hier. Da! Gelbe Glut. Nämlich keine einfachen Rattenmistviecher mit diesen Augen. Ihr seht, ich bin da auch von was befallen. Das ist nämlich die rasende Flamme. Wenn das voll ist, wird man wahnsinnig, gleichbedeutend mit Tod. Und auch das ist eine richtig wichtige Sache. Storytechnisch. Und ganz besonders hier in unserem Playthrough. Denn wir haben es ja hier mit Göttern zu tun. Wir haben ja schon über den höheren Willen gesprochen. Und ja, im Namen des höheren Willens wurden ja diese Kreuzzüge durchgeführt. Der höhere Wille ist eine... Ja, hier würde man sagen, eine... Oh shit, jetzt kommen wir mal echt viel. Ist eine Gottheit. So würden die es ausdrücken. Wir würden Alien dazu sagen. Genau, denn Aliens spielen hier wirklich eine große Rolle in Elden Ring. Was zu Beginn erstmal sehr kitschig klingt. Oh, hier Fantasy mit Alien-Zeug dann, also Science-Fiction oder sowas, ist es gar nicht. Das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Denn wie gesagt, das sind diese höheren Wesen, die einfach, ja, irgendwo der Beste sein wollen. Und wenn man eben genug Macht hat, Einfluss auf Völker zu verüben, dann macht man das auch. Und es sind hier schon einige dieser Wesen im Spiel. Nur man sieht sie eben nicht. Und das finde ich dann halt wieder gut. Es wäre vielleicht ein bisschen cheesy gewesen, wenn sie dann doch aufgetaucht wären auf einmal. Gut, je nachdem, wie man es dargestellt hätte. Hier sieht man es nicht. Das sind wirklich Wesen jenseits dieser Welt. Oh, da sieht man einen der Dorfbewohner. Guck mal, schaut mal. Das ist so eine Fähigkeit, die dieses höhere Wesen durch seinen Einfluss eben diesen Leuten verleiht. Ich denke, wir werden uns das auch zu eigen machen. Jetzt habe ich gar nicht mehr die Heilung. I see. Aber diese Flamme des Wahnsinns, die Frenzy Flame, die hat halt auch ihre Vertreter auf dieser Welt.
hat versucht, sich zu festigen. Und da gibt es halt einige davon. Nur der höhere Wille, der hat sich mal primär durchgesetzt. Dank Godfrey und Marika, die halt einfach alles versucht haben zu unterjochen, unterbinden, zerstören. Deshalb ist der höhere Wille hier die Gottheit, die am meisten zu melden hat. Und das wird man auch noch im Verlauf dieser Reise zu spüren bekommen. Was mit anderen Glaubensrichtungen oder eben Gottheiten passiert ist. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass da eine Gottheit gut ist. Holzschild mit Flammenwappen. Eine Gottheit gut ist, die andere nicht. Die wollen halt alle nur ihren Vorteil. Okay, ich wollte gerade mal nachlesen, was dieses Flammenwappenschild so storytechnisch für eine Bewandtnis hat vielleicht. Da bekommt man ja auch immer ein bisschen was mit, aber dann habe ich die Ratte gehört. So, jetzt gucken wir uns das Schild an. Und lesen mal nach. Und da habe ich auch Kettenbesitzer Tabat. Den kann man verkaufen. Also wenn man den gedoppelt hat, weg damit. Auch hier Messingschild. Doppelt. Da. Ein hoher mittelgroßer Holzschild für seine Größe. Leicht und einfach zu führen. Stammt von Soldaten, in deren Dorf die Raserei wütet. Okay. Die gelbe Flamme ist ein Symbol dieses Leidens und eine Warnung an alle, die sich dem Dorf nähern wollen. Okay. Also die Leute hier, würde jetzt ich mal so deuten, die haben überhaupt gar keine Ahnung, was sie da in den Wahnsinn treibt. Das war jetzt nichts. Ich wollte eigentlich das Schild. Die haben das halt einfach bekommen und dann gesagt, okay, das kann uns schon verteidigen. Und die Leute haben Angst davor. Wenn wir also mit dem Schild rumlaufen, rasende Flamme, dann kriegen vielleicht mögliche Angreifer schon vorher Schiss. Das ist echt eine tödliche Nummer. Also ganz wichtiger Tipp, aufpassen. Hier in diesem Dorf der rasenden Flamme. Diese Kreaturen, diese Leute hier, die haben echt einen Schuss. Und natürlich halt auch ein mächtiges Upgrade, was ihr Skillset angeht. Da am Lagerfeuer habe ich alles geholt. So. Marika, oh Marika. Täuferkirche von Kalu. Also da sieht man halt, die waren eigentlich... Also Kalu, das müsste ja dann der ehemalige Name des Dorfes sein. Die waren eigentlich schon Marika-gläubig. Aber dann kam irgendwie der Einfluss dieser Flamme. Check. Nein. Das war... Schluck die Flamme. Rattengesindel. Goldene Rune. Ja, allein mit der goldenen Rune kriegen wir einen... Also mit den goldenen Runen, die wir haben, kriegen wir ein Upgrade, bin ich mir sicher. Da ist noch ein... Ne, die ist tot. So, das ging noch problemlos. Die rasende... Flamme. Geilo. Da ist Marika. So, das schauen wir uns natürlich auch mal an. Zauberei. Und können wir das nutzen? Macht das Sinn? Nein, wir können es nicht nutzen, weil wir brauchen Glaube. 16 macht nichts. Da sind wir dicht dran.
eine Anrufung der unerträglichen drei Finger. Wurden eigentlich die zwei Finger schon erwähnt? Wurden die schon erwähnt? Es gibt nämlich auch die drei Finger. Aber auch das zu seiner Zeit. Lässt die große rasende Flamme aus den Augen des Zaubernden schießen. Durch Aufladen erhöht ihr die Reichweite der Explosion. Die rasende Flamme verursacht Schaden und Wahnsinn. Diese Anrufung belastet auch den Zaubernden mit Wahnsinn und ist nur gegen Befleckte wirksam. Heißt das, ich kann jetzt nur andere Tarnisch damit töten und keine anderen Kreaturen oder was? Heilige Träne, sehr gut. Also das müsste man dann mal ausprobieren. Wie gesagt, hab ich noch nicht gemacht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Super. Kein Loot. Okay, jetzt sind wir hier oben. Ja, und ich glaube, das ist doch ein ganz guter Abschluss für diese Folge. Wir haben die rasende Flamme entdeckt. Schon mal was ganz Wichtiges storytechnisch. Am Anfang denkt man natürlich, okay, das ist irgendeine irgendeine Geschichte, aber das hat alles seinen Grund hier. Da hat es mich gefreut auf jeden Fall, dass ihr hier meine Zeit verzaubert habt. Schaut das nächste Mal gerne wieder rein, lasst ein Like da, ein Abo wäre super und das nächste Mal stürmen wir Schloss Mohn.